Hallo meine Lieben, da bin ich wieder für ein neues Let's Play von Division. Wäre dann das zweite an der Zahl. Ich habe zwischendrin mal ein bisschen weitergespielt, weil ich euch ja auch nicht das komplette Spiel spoilern will. Und ich mich zwischendrin noch ein bisschen rumschlage mit dem, wie schneide ich das am besten und so weiter. Was, ne? Ich bin halt relativ neu in der Geschichte und probiere gerade noch so ein bisschen rum. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt schon gesehen, Level 9 mit ein paar anderen schönen Waffen mittlerweile. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Ich habe gedacht, dass ich jetzt mal so ein, zwei Missionen einfach mal mit euch spiele. Mal gucken, ich habe mittlerweile festgestellt, dass sich die Missionen überraschenderweise ja doch alle ziemlich ähnlich sind. Und das fast schon wieder so ein bisschen ausartet in, ich arbeite die Karte ab, wie in, ich glaube, ja, zwei Drittel der Open-World-Spiele, die in den letzten anderthalb Jahren rausgekommen sind. Wobei ich sagen muss, ich war noch nicht in der Dark Zone. Ich bin einfach auch nicht so der typische Multiplayer-Spieler, muss ich sagen. Von daher weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ich werde es in einem Let's Play machen, wenn ich das erste Mal in eine Dark Zone gehe, damit ihr da auch mal einen Eindruck habt, warum ich denn nicht so gerne Multiplayer spiele, weil ich nämlich immer der Arsch bin, den alle schießen. Ah. Ja. Aber gegen NPCs kann ich mich immer noch wehren. Von daher bleiben wir mal erstmal beim Singleplayer. Eine ganz geile Sache habe ich. Und zwar habe ich mich absolut an den Karabiner gewöhnt. 5 Schuss, ziemlich wenige, also kleine Schussrate und hohe Nachladezeiten. Aber geiler Schaden. Und jetzt habe ich entdeckt die M1A Classic. Geile Geschichte. 10 Schuss im Magazin. Arschhohe Schussfrequenz. Das Ding geht richtig ab. Das habe ich letztes Mal entdeckt und das werden wir jetzt auch erstmal schön zum Einsatz bringen. Ja, ansonsten ein paar blaue Sachen. Es hat sich schon ein bisschen was gesteigert. Und wir gucken doch mal, was wir jetzt in der Nähe hier so haben. Verschlossene Türen. Mittlerweile habe ich auch so ein paar Sachen hier, wie man sieht, entdeckt. Aber ja, ich kann mich immer nicht so richtig überwinden, die Dinger einzusammeln. Das habe ich auch abgeschlossen. Jetzt müsste rein, da oben geht's rein theoretisch weiter. Safe House. Achso, wir sind ja schon direkt da. Dann können wir doch mal hier die Nebenmission machen. Agent, einige Menschen werden von Cleaners bedroht. Sie müssen einschreiten. Ich werde in der Zwischenzeit kreative Visualisierung als Form der Fernunterstützung praktizieren. Aha. Solange er weiß, was er uns damit sagen will, bin ich da ganz entspannt. Schild. Boing. Ach, hier in dem, guck mal, in dem Supermarkt war ich auch noch nicht drin. Was gibt's denn da Spannendes? Du bist bestimmt böse Jungs, oder? Hallo? Hallo? Hab ich's nicht? Hab ich's nicht gesagt? Stoff entdeckt. Hier stand doch irgendwo Stoff entdeckt. Wie blöd. Da. Oh, da. So. Bear Grylls würde sich freuen. Kann man essen. So. Komm mal, Leute. Ich wollte doch eigentlich jetzt... Wo seid ihr denn? Hallo. Da seid ihr, guck mal. Hey, oh, guck mal, jetzt können wir gleich einen Menschen retten. Da ist doch. Pass auf, jetzt. Jetzt. Wow. Oh. Ich. Ey, gleich muss ich was dazu sagen. Erstmal will ich ihn noch behandeln. So. Natürlich habe ich jetzt nur 9-mal daneben geschossen, um euch die Schussfrequenz von dem Gewehr zu zeigen. Naja. Hallo? Naomi? Hi Naomi, hier ist wieder Ali auf 89.8 und ich habe gute Nachrichten für dich. Was denn? Prinzessin, du wirst dir den Nussknacker im Lincoln Center ansehen. Oh, wir haben gewonnen. Und wen wirst du mitnehmen? Meine Oma. Na dann bestell deiner Oma von mir, dass ich euch viel Spaß wünsche, okay? Okay. Dann gib mir mal deine Oma, damit wir euch die Karten schicken können. Okay, Omi. Dann gib mir mal deine Oma damit. Ja.
ob sie das wohl noch gesehen haben? Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wow, ist es, sag mal, geht's euch noch gut? Wo kommen diese Cleaners her? Die schießen auf mich. Oh, schade, das war einer mit so einem Tank hinten auf dem Rücken. Die sind lustig, die Jungs. Achtung. Ach, da ist er. Moment. Jetzt. Bam. Jawollo. Noch einer. Oha. Gut, der kriegt's im Kopf. Noch. Oh, da kommen Cleaners. Was ist da los? Auf euch zu bewegen. Mann. Halt ein Spielverderber, ihr. Und wow. Ist heute schon wieder Silvester. Absolut, meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Haltet mich für krank. Ist mir egal. Ich find's geil. So. Wo müssen wir denn hin? Ja, ist doch gut jetzt. Lass mich doch einfach mal arbeiten. Sind schon wieder irgendwelche Sachen versteckt, die ich wieder... Ah, da. Guck mal. Schrotflinte bin ich nicht der Typ für. Brauchen wir nicht. Einen Weg in das Parkhaus suchen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon wieder irgendwo anders, wo ich eigentlich gar nicht hin soll. Moderner K... Hört ihr das? Äußerst robuster Wecker. Wieder irgendwas. Na lecker! Die hätte aber auch mal einen Waschgang vertragen können, die Matratze. Aber ich glaube sogar, wir sind hier richtig. Denn da ist ein Fenster. Ein Weg. Ah, achso. Tor öffnen. Na gerne. Kommt zwar ganz gut alleine klar, aber ihr dürft natürlich gerne mitkommen. Mist, wir bekommen Besuch. Wo denn? Was? Wow. Die Whiters haben sich in einem Penthouse auf der Lexington. Oh. Wow. Falsche Richtung. Wow. Ah, ich liebe das. Wag es dich. Komm nicht da drauf. Auf die dusselige Idee, mir eine Granate vor die Beine zu werfen. Der hat auch so eine lustige Tasche. Ich glaube, das galt meinen Kollegen da. Ja, naja. Die werden sich schon da. Tracking-Handschuhe. Oder wen denn bitte? Oder mich? Gern geschehen. Schön, dass Sie auf unserer Seite sind. Hä? Gute Arbeit, Agent. Wenn diese armen Menschen wieder hier sind, müssen wir ihnen die Feinheiten der Meditation beibringen, um ihre traumatischen Erlebnisse zu überwinden. Aha. Und ich habe einen Auspuff gewonnen. Ohne Sie hätten wir das keinesfalls geschafft. Das geht nicht auf. Was geht denn nicht? Was quatscht ihr denn hier, Leute? So. Ehrlich gesagt, habe ich gerade wieder keinen Blassen, wo ich bin. Den Waffenhandel unterbrechen, das ist alles immer... Daten gescannt. Ladedatei. JTF-Nachschub.
So, komm. Wir machen noch einmal den da oben. Störung des Waffenhandels. Den schaffen wir. Noch. Muss ich aber auch immer höllisch zusammenreißen? Das ist die typische Open-World-Krankheit, ne? Ich will da hin und... Oh, guck mal da. Da muss ich ja mal hin. Was ist das denn Tolles? Und dann fällt dir irgendwann auf, dass du seit 5,5 Stunden nichts mehr gegessen hast. So. Oh. Mann, heute ist aber auch wieder hier. Na, wen, was hast du denn gesucht? So. Was machen die da? Plündern. So, erledigt. So schließt man nämlich. Ha! Wahnsinn. So, lauf. Was macht sie da? Oh. Laut. Schnelle Musik? Da unten liegt es. Hast die doch, die sitzen am Keller. So. 9. Avenue. Mensch, 38.244. Auch gar nicht mehr weit bis Stufe 10. Was auch immer das mir dann bringt. Vielleicht kann ich dann hübscher über Auto springen. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Jeder ist auf sich. Ist das alles? So, dann ist gucken wir uns hier. Guck mal. Das ist mit Abstand eine meiner Lieblingswaffen. Ja, Leute. Ich pack das. Oh. Da ist er. Und jetzt kommt hier vermutlich wieder diese ganze Bergungsgeschichte. Hey, beschützt die Kisten vor Leuten, die es kaputt machen wollen. ATF-Verstärkung angefordert. Überraschung. Oh, die kommen aber schnell. Warnung, Gegner nähern sich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Das ist ja nicht. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Warnung. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Schaut's mir! Was holt ihr denn? Was? Du Bastard! Wen oder was holt ihr denn? Könnt ihr einfach mal eine Handfeuerwaffe nehmen, wenn sie schon direkt vor meiner Nase stehen? Aber ich mag die Waffe so. Was ist denn jetzt hier? Gehen jetzt schon die Ideen aus? Feindkräfte nähern sich. Natürlich, natürlich. Hallo. Sprengvorrichtung doch, wurde entdeckt. Wir geben Deckung. Du hast einen großen Fehler. Ich mach das. Sag mal, stirb! Vielleicht? Du kannst nicht mehr kämpfen! Das Ziel hole ich mir! Gibt's doch gar nicht. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Stufe 10. Na, wenn das nichts war. Pünktlich. Super, Leute. Klasse. Wenn ich jetzt dahinter laufe und hinter der Ecke hier Kaffeebecher und Kippenstummel finde. Hä? Naja. Oh, so ein Zufall. Direkt in dem Moment sind wir da, wenn du fertig bist. Pfeifen. So. Da. Aber bevor. Dieses Büch. Wenn dir dein Leben lieb ist, es geht los. Schick ihn zur Hölle. Komm her. So. Und zwar ist hier oben nämlich eine Drohne. Wieso denn da oben? Na komm. Die holen wir uns noch. Aber nur die noch.
Und ich renn hier garantiert wieder irgendwas mitten in die Fresse. Ich sag's noch, ja? Ich sag es noch. So, rein theoretisch. Ja, lass doch mal, Kacke, was ist denn das jetzt? Naja, Cliffhanger bis zur nächsten Episode, würde ich sagen. Und ich versuche mir dann die Drohnenteile zu holen. Ja, ist nix, okay. Ja, ihr seht schon, ich weiß nicht, wie viele Let's Play-Teile daraus werden, weil letztendlich außer jetzt die Story-Mission, diese großen Dinger hier, diese, ist da nicht viel Abwechslung drin. Also, ich denke, wir werden zusammen noch die Dark Zone mal ausprobieren, bevor ich da das erste Mal reingehe. Aber wie viel das jetzt wird, weiß ich tatsächlich nicht. Und wie gesagt, wenn er dran bleibt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, inwieweit sich was verbessert, weil ich immer noch so auch an den Tonsachen rumspiele. Große Sprünge wird es erstmal nicht machen, weil ich bei dem Headset erstmal bleiben werde, aus finanziellen Gründen. Und ich mir jetzt nicht ganz am Anfang so ein fettes Mikro hinstellen werde. Aber ich spiele immer noch so ein bisschen rum und lerne dazu. Und wenn er das feststellt, könnt ihr es mir ruhig mal schreiben. Ansonsten freue ich mich über Abos. Und über jegliche Art von Kommentaren. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.